Sozialbereich gibt es sehr viele Möglichkeiten. Wenn man sich in diesem Bereich umorientieren möchte, dann kann ich wirklich empfehlen, das BITS aufzusuchen. Wir können da Informationen geben zu den Möglichkeiten, die es gibt, zu den speziellen Jobs, die es gibt und natürlich auch über die Online-Tools. Man kann zum Beispiel im Berufslexikon recherchieren, welche Berufe es gibt und ganz viele Informationen dazu herausfinden. Gerade im Sozialbereich haben viele Leute Interessen und wollen sich aus- und weiterbilden. Da geht es darum zu schauen, ob sie Vollzeit- oder berufsbegleitend Ausbildungen machen wollen, mit welcher Zielgruppe sie arbeiten wollen und was im Speziellen sie danach machen wollen. Und in der Bildungsberatung kann man darüber gut reden und kann man gut Ziele fokussieren. Sozialberufe gehören wie Berufe im medizinischen und Bildungsbereich unter anderem zu den reglementierten Berufen. Das heißt, eine Ausbildungsverordnung regelt ziemlich genau, welche Ausbildungen wir für die Ausübung des Berufes brauchen. Bei Fragen dazu wenden Sie sich gerne an die Arbeiterkammer.